Good morning, this is Womanlex, we don't want to die in hospital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonjour, Monsieur, Dame, c'est les femmes et les oeufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt und informiere mich daher über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich habe schon diverse Sachen im BGB nachgeguckt. Ich habe das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale und zurzeit lese ich aus dem Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale und es geht um das Thema Vorsorgevollmacht. Und es geht um die formellen Anforderungen an die Vollmacht. Es gibt einen Tipp und ansonsten keine Unterkapitel. Tipp: Wenn Sie selbst keine Formulierung für die Vollmacht überlegen möchten, können Sie auch vorgefertigte Mustervordrucke verwenden. Wie wir sie Ihnen bieten, ab Seite 132. Anhang. Vollmacht. Ja. Ich würde die wahrscheinlich abtippen, ansonsten sind da auch wieder so Sachen zum Ergänzen drin. So. Das Ganze erstreckt sich über die Seiten 52 und 53. Es ist nicht so viel diesmal. So. Mit einer nach außen wirksamen Vollmacht berechtigen Sie eine dritte Person, in Ihrem Namen tätig zu werden, Geschäfte abzuwickeln, Verträge abzuschließen und Entscheidungen zu treffen. Für die Form solcher Vollmachten gibt es einige gesetzlich vorgeschriebene Regeln, die Sie beachten sollten, damit Ihre Vollmacht anerkannt wird. Wenn Sie eine gültige Vollmacht aufsetzen wollen, müssen Sie uneingeschränkt geschäftsfähig sein, das heißt mindestens 18 Jahre alt und in der Lage sein, Ihre Entscheidung von vernünftigen Erwägungen abhängig zu machen. Die Vorsorge, cool. Hier steht, was uneingeschränkt geschäftsfähig heißt. Unterschreibe ich mir mal. So, uneingeschränkt geschäftsfähig sein, das heißt mindestens 18 Jahre alt und in der Lage sein, Ihre Entscheidung von vernünftigen Erwägungen abhängig zu machen. So. Die Vorsorgevollmacht muss schriftlich, aber nicht unbedingt handschriftlich erfolgen. Die Vollmacht müssen Sie mit Ort und Datum unterschreiben.
Der oder die Bevollmächtigte muss mit vollem Namen, Geburtsdatum und möglichst mit aktueller Adresse und Telefonnummer benannt werden. Auch der Bevollmächtigte sollte die Vollmacht mit Angabe des Datums unterschreiben. Wenn Sie sich, das habe ich schon vorgelesen, das ist der Tipp. Im Gegensatz zur Patientenverfügung wird eine Mustervorlage sicher anerkannt, sofern sie die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Allerdings gilt auch hier, dass Mustervordrucke kaum Spielraum für individuelle Festlegungen lassen und Sie deshalb mit einem vorgefertigten Formular Ihre Wünsche nicht ausführlich niederlegen können. Nutzen Sie dann wenigstens die Freizeilen in den Formularen, um individuelle Regelungen einzufügen. Damit die Einrichtung einer Betreuung für bestimmte Maßnahmen der medizinischen Behandlung und freiheitsentziehenden Maßnahmen, Seite 56 und folgende, vermieden werden kann, müssen diese Aufgaben des Bevollmächtigten in der Vollmacht konkret genannt sein. Aha. Also zweimal Sachen müssen konkret genannt sein. Das steht auch hier so im BGB, habe ich schon nachgeguckt. Und ansonsten, ja, das war's auch schon. Der nächste ist Bestätigung der Vollmacht durch Dritte. Das ist auch so kurz. So. Tschüss.